So, hallo, wir starten jetzt zwar schon, nachdem ich das Hirtl verkackt habe, aber ich habe echt ein bisschen Bammel vor Copyright-Geschichten. Ich habe hier fast die vollen 16 Sekunden, die man zur Verfügung hatte, gehört und ich bin da auch nicht drauf gekommen. Und 5 Minuten, wie ich rum überlege, was es für ein Lied sein kann, was ich niemals kenne, ist irgendwie Quatsch. Ich habe ansonsten nur Letterle vorher gemacht und Letterle hat uns den Buchstaben N gegeben, also das ist jetzt auch nichts wahnsinnig Dramatisches. Insofern gehen wir doch einfach direkt ins Oktordel rein. Und jetzt machen wir unsere Cubo-Playlist an. So. Nerdy. Oh, das war nicht so stark. Schade. Dann die Coins. Ah, schon ein bisschen besser, aber auch noch nicht so ganz das Wahre. Dann mein Ghost. Ghost ist jetzt gut, weil Ghost wird das S nochmal verschieben. Ja, und das O kann auch nochmal ein paar Stellen testen. Jawollo. Und jetzt wird es langsam schon kritisch mit Raten. Aber ein was nehmen wir noch rein. Den Maker nehmen wir noch rein. So. Jetzt gucken wir mal, was wir bauen können. Ob wir schon was bauen können. Erstes Wort. Erstes Wort. H, A, T und E. Also im Prinzip sogar. Ja, ne? Im Prinzip. Okay. Im Prinzip haben wir 4 Buchstaben. Aber ich wüsste noch nicht, wie die zusammengehören sollen. Ich würde fast sagen, fängt mit H an und dann kommt TE am Ende. Halte? Nein, gibt's Hepte? Orte? Ort? Das gäb's. Ganz ehrlich, wir müssen eh das U noch testen und danach dürfen wir nichts mehr testen. Also, letztes Risiko. Ja, das war jetzt nicht so stark, aber es macht nichts. Aber dafür haben wir das U überall noch ein bisschen reingebaut. Ist in Ordnung. So, jetzt heißt es aber, das H ist nicht vorne. Oh, es könnte auch sowas hier sein. THE könnte es auch aufhören. Dann hätten wir Bath, dann hätten wir Path. Nein, gibt es gar nicht. Ich dachte, das heißt Pfad. Was gibt es denn noch so? Gibt's Late? Das gäbe es auch. Scheiße. Okay, BL. BL wäre schon mal möglich. Okay, BL wäre möglich. Gut. Zweites Wort. CAKST. Alle Buchstaben sind da. Das ist schon mal gut. Stack. STACK. So. Okay. Oh. Oh, nice. Und das nächste Wort ist Snack. So. Sehr schön. COA. COA, mehr haben wir nicht. Das ist schwierig. Das lassen wir erstmal aus. CHAT. Und das A und C liegt schon fest. Und das T kann noch ganz vorne oder mittig sein. Und das H kann ganz hinten oder mittig sein. Okay, dann lass mal ausprobieren. TA. Das Tolch oder so oder Teppich oder Tetsch kann es geht hier. Okay, gibt's auch nicht. Torch? Nee, wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, es ist kein CH am Ende. Das würde aber bedeuten, dass das H hier kommt, aber Tag klingt auch komisch.
Dann kommt vielleicht kein T am Anfang. Ah, Edge. Das könnte Patch sein. Das könnte Patch sein. Gibt es Ledge? Schade, gibt es auch. Badge gibt es auch. Joi, das sind ganz schön viele. Oh, und Watch gäbe es auch. Okay, da ist es noch sehr viel möglich. Das ist schlecht. SUKDY sind vier Buchstaben. Wir hören mit Y auf, das wissen wir. S muss zweiter oder dritter Buchstabe sein. K darf nicht Mitte sein. Gibt es Kuzi? Ah, nee, es darf da nicht hin. Es muss hier irgendwo. Usti? Nee, gibt's auch nicht. Können auch mal mit U starten. Wir starten mal mit U. Nee, ist alles komisch. Jetzt müsste aber das S, jetzt müsste das D geht nicht. Lass mal mit D starten. Daski. Ja, das muss es sein. Okay. STO haben wir schon. R kommt noch vor und M. Ja, wow, Storm. Das Problem ist, wir gewinnen keinen einzigen Buchstaben aktuell. Und dann muss ich am Ende raten. Oh, jetzt haben wir nur noch HO. Wir haben literally nur HO an der Stelle. Das ist schwierig. Vor allem, weil ich halt gesagt habe, ja, was habe ich gesagt? Achso, ja, dass wir halt nur noch. Ja, wir dürfen nicht mehr falsch liegen. Und wir haben halt nur noch Rateabschnitte. Das ist schlecht. Oh je. Oh je. Oh je. Zu viele Möglichkeiten. Was machen wir jetzt mit dem ersten Wort? Da hatten wir schon als Überlegung, ach ja, Arte. Und da hatte ich Bathe, so zum Beispiel. Stimmt, das war das. Das war das A-T-H-E. Dann da drüben war das Edge. Also A-T-T-H. Aber die Buchstaben, Scheiße. Was ist mit dem COA-Ding? Das ist fast noch mehr oder wichtiger oder mehr wert als Nummer 6 oder. Ja, keine Ahnung. COA. Mit C darf es nicht starten. Mit A starten ist auch schwierig. Gibt es einen Pokal? K ist ja raus, also. Oder Pobel oder Oval.
müsste die Alp, das gibt es glaube ich nicht, das ganze Zeug da. Local. Das würde funktionieren. Das gewinnt, da gewinne ich zwar nichts, aber ich glaube, mit dem, die sagen, doch, ich gewinne theoretisch ein L. Ja, komm, wir probieren es aus. Scheiße. Vocal, V. Freaking V. Ja, Vocal ist es. Ah, Mist. Ah, Mist. Ja, komm, jetzt ist eh vorbei. Es ist auch nicht Vocal. Oh, V hatte ich schon raus. Und zwar bei... Nee, hatte ich nicht. Nee, hatte ich nicht. Alles gut. Alles gut. Also nix ist gut, aber alles gut. Was könnte noch sein? Keine Ahnung. Komm, wir probieren mal mein Bath. Oh, das wäre es sogar gewesen. Ist das frech. Jetzt sehen wir aber auch, es ist nicht der Batch. Dann ist es Patch vielleicht oder Watch. Wie gesagt, P oder W, keine Ahnung. Ja, wow. Ganz links war es Whoop. Ganz rechts meine ich. Focal, ja, mit F, okay. Und die Watch wäre es gewesen. Naja, nicht so. Nicht so. Nicht so gut. Entschuldigung. Ja, dann lass uns mal schnell Quintessentialen. Trees, okay. C-A-R. Und die sind schon an der richtigen Stelle. Wüsste ich aber trotzdem nichts. Hier unten ist R und B kommt vor, aber nicht da, wo es ist. Als hätten wir entweder Orm oder Op oder Oppen, aber Oppen klingt komisch. Also haben wir Borm. Borm. Was kann davor? Was kann vor Borm? Ah. Huch. Was kann vor Borm? Ach nee, das B ist da ja nicht richtig. Ah, dann ist das B am Anfang. Oh, Brum wäre auch denkbar, dass man B und R nur vertauscht und ein zweites O da reinpackt. Der Besen. Ich meine, aus Holz wird Besen. Nimmt man das an, so Brum, Besen? Ich packe jetzt mal das B nach vorne. Ja. Ja. Okay, wir haben nur ein O, also wird es schon passen. Gut. So, damit hat sich das I da oben nämlich auch gefestigt. Das ist ja immer so gemacht, dass es zusammenpasst. So, was ist jetzt da bei dem C? Mit Z kann ich mir nichts vorstellen. Mit D weiß ich nicht. B weiß ich auch nicht. Ah. Nee. Oh, warte mal. Nee. Wir müssen mal ein bisschen rumprobieren. Mein Clear könnte da rein, aber Clear hat mit Bäumen eigentlich nicht so viel zu tun. Und wir probieren es. Das war nix. Scheiße. Kein L, kein R. Was kann noch hinter C stehen? Ein H. Sch, aber was kann dann kommen? Chea, Char. Schuar. Arsch, die sich aus. CE.
Kedar. Kehar. Kitar. Komisch. Ich sehe es nicht. Ich sehe es beim besten Willen gerade nicht, ne? Also ich weiß, das H ist es nicht. Es könnte E sein, aber was soll denn da kommen? C. Toll. Und dann? C-Bar. C-Zar. C-Dar. Die mag Käse, ja gut. Wir probieren mal Käse. Auch wenn ich es mir irgendwie nicht vorstellen kann. Aber ist Cheddar nicht Käse? Was hat das mit Bäumen zu tun? Ist Cheddar nicht Käse? Ist es nicht eine Käsesorte? Ich bin verwirrt. Käse wächst nicht auf Bäumen. So, was haben wir hier oben? Iar. Iar. Ey, ist gar nicht so leicht heute. Oder ich bin einfach gerade schlecht. Kann auch sein. Was kann vor IAR kommen von den Buchstaben, die da sind? LH ist schwach, also L ist ja eh nicht dabei. Stimmt, L ist ja eh nicht dabei. Also L muss ja runter und H muss auch weg. Briar, gibt es Briar? Friar? Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Und wir probieren Briar. Lol, keine Ahnung, was das ist, aber okay. So. Ja, jetzt sind offenbar alle Buchstaben falsch, also muss das AZL runter. Okay, Hasel. Oh ja, lol, das passt dann wahrscheinlich genau zusammen. Ja, moin. Ficus, Hazel. Aber wieso Cheddar? Das ist doch Käse. Ich verstehe nicht. Das ist doch Käse. Oh, die Zeder. Gibt's nicht auch irgendwie so Cheddar-Käse? Keine Ahnung, okay. Die Zähne. Ja, gut, mein W. Ups. Na, ups. Ups. Hier. Meinetwegen. Ach, Bria wollte ich noch nachschauen, siehst du? Das ist auch eine Baumart. Oh ja, ein Dornbusch. Okay, alles klar. Ist akzeptiert. So, dann lasst uns mal noch kurz nördeln. Auch wenn ich schon wieder halb einschlafe. Komische Sachen von mir gebe, vielleicht merkt man's. Minus 4 mal 2 plus 9 ist nämlich gleich 1. Oh shit. Wir haben also nur geteilt. Wir haben nur geteilt. Die 2, die 9 und die 1 ist dabei und dann ist gleich. Das hilft mir überhaupt noch nicht viel. Aber ist okay. Dann machen wir nochmal 192. Durch 1. Geht nett. Ich kann schon mal nichts Dreistelliges durch was Einstelliges teilen. So ist schon vorbei. Also doch kann ich, aber ja. Will ich das? Weiß ich noch nicht. 192 geht durch 4. Komm, wir machen mal durch 4. Die einzige, die raus ist. Also nicht durch 4. 192 geht auch durch 6. So. Und da kommt dann nämlich raus.
6 mal 20, 6 mal 30 ist 180. 32. Okay, es ist eine 100er Zahl. Dann vielleicht 129. Und die teile ich auch. Die teile ich auch. Durch was könnte ich die jetzt noch teilen? Durch 6 ist jetzt ja nicht mehr erlaubt. Durch 3 geht auch nicht mehr. Dann wird es halt keine 129 sein, muss ja nicht. Kann ja auch 158 sein durch 9. So. Geht das überhaupt auf? 5 und 8 sind 13 und 1. Nee, geht nicht auf. Okay, ich brauche eine Quersumme 18. Oder eine Quersumme 9. Ja, moin, 108 würde gehen. 108 durch 9 ist nämlich gleich 9 mal 12. 12. Und dann ist die 2 drin. Stark. Okay, keine zweite 1. Schade. Schade, aber auch die 8 kommt vor. Okay. Aber keine zweite 1. Und die 9 ist auch nicht die, durch die geteilt wird. Okay, lass mal 189 machen. Was ist damit? Durch was bist du denn so teilbar? Nee. 9 und 8 sind 17 und 1 sind 18. Du bist durch 3, durch 9 und so weiter. Aber durch 9 darf ich nicht teilen, durch 3 darf ich nicht teilen. Durch 6 darf ich auch nicht teilen. Ja, dann ist es schlecht. Dann ist es ganz schlecht. Das geht nicht. Okay. Dann machen wir 125. Jetzt habe ich die 2 drin. Ich brauche jetzt auch noch die 9 und die 8. Das funktioniert ja auch nicht. Okay, was ist denn 2 mal 89? 2 mal 80 ist 160. 2 mal 9 ist... Was hatte ich? Scheiße. 2 mal 89 hatte ich, ne? 2 mal 80 ist 160, 2 mal 9 ist 18, ist 178. Okay. Also 178, nee, geht nicht, weil da die 8, nee, ist schlecht, okay. Was ist 2 mal 98? 2 mal 90 ist 180, 2 mal 8 ist 16, ist 196, geht nicht, weil ich die 6 drin habe. Ach, komm, ey. Oh, mein Kopf ist auch gerade... Ich schlafe wirklich jeden Moment ein. Wenn ihr mich nicht mehr hört, bin ich eingeschlafen. Nee, 182 darf ich auch nicht. Okay, wie könnten wir es denn noch kombinieren? Was wäre denn 8 mal 29? 8 mal 20 ist... 8 mal 20 ist 160. 8 mal 9 ist 72. Macht 237. Ich darf weder 3 noch... Na, scheiße. Okay, was ist 9 mal 28? 9 mal 20 ist 180, 9 mal 8 ist 72, 180 und 72 ist 152.
Okay. Nein, ich darf die 2 nicht an die. Oh. Da darf ich die Stelle da nicht frei machen. Ach, ey, es gibt's doch nicht. Ist jetzt aber die Müdigkeit. Das ist jetzt einfach nur, ne, das ist jetzt einfach nur Müdigkeit. Mehr ist es nicht. Ich muss halt die 8 und die 9 noch unterbekommen. Und die 2. Und die 2 weiß ich ja schon. Ich meine, ich kann durch 2 teilen. Wenn ich durch 2 teile, muss die Zahl größer als 50 da hinten sein. Oh, warte, das ist eine gute Idee. Durch 2 Ergebnis 89. Nee, das kann nicht sein. Hatten wir schon geklärt, dass das nicht sein kann. Wobei, hä, wieso nicht? 89 ist doch 100. Ach so, weil die 8 an der einer Stelle ist, ja schon. Oh, diese dummen Zahlen, die ausgeschlossen sind. Hier, was kann ich noch bauen? 2x89 kann ich auch nicht bauen. Es darf auch keine doppelte 2 vorkommen. Es kann auch eine unbekannte Zahl sein. Aber dann müsste ich 2x was ist 100. Geht ja auch nicht. Geht ja auch nicht. Nee, ich glaube, die 2 ist. Okay, ich sag mal, das Ergebnis ist was mit 20. So. Lass mal 28 das Ergebnis sein. Wir teilen durch. Ich muss jetzt irgendwas mit 9 hinkriegen. Irgendwas mit 9. Wenn ich 28 habe, habe ich an der einer Stelle eine 8. Gibt es irgendeine Zahl, die mal 8 hinten eine 9 hat? Nee, geht gar nicht. Okay. Das ist schon mal richtig kacke gewesen. Dann lass das Ergebnis mal 29 sein. So. Bei 29 müsste ich dann jetzt auf. Okay, was ist 8 mal 29? 8 mal 20 ist 160. 8 mal 9. Es ist aber keine zweite 2 dabei. Oh, mein Kopf. Und wir probieren einfach jetzt irgendwas, ist mir egal. Wir machen 125 und das teilen wir durch 5. Da bleiben dann irgendwelche Zahlen übrig, aber ist mir jetzt egal, ich will testen. Ich will testen. 125 durch 5 wäre. Hab's gleich. Ich hab's wirklich gleich. Ah, 5 mal 60 ist. Quatsch. 5 mal 60 ist 300. 5 mal 12. Nee. Was mache ich denn? Ich will auf 120 rechnerisch. 5 mal 24. Und dann haben wir 5 mal 25. Also das Ergebnis hier wäre 25. Ich weiß, dass jetzt hier weder die 8 noch sonst was dabei ist. Aber es ist mir gerade Schnurz. Ich will gucken, was jetzt richtig ist. Ob irgendwas davon passen könnte. Yo. Okay. So. Die 2 hier drüben passt. Das ist doch schon mal was. Und die 5 ist raus. Auch das ist was. So. Wir haben eine 20er-Zahl. Diese 20er-Zahl kann ich noch multiplizieren mit 7, 8 oder 9. Ich muss aber die 8 und die 9 noch einbauen. Die 9, mit der kann ich nicht multiplizieren. Ich kann theoretisch noch mit der 8 multiplizieren.
Was könnten wir haben? Wir könnten 21 haben. 21 mal 8 ist 168. Da ist kein 9 dabei. 22 mal 8. Mal 20 ist 160. 8 mal 2 ist 16. Da ist auch kein 9 dabei. 23 geht nicht, 24 geht nicht, 25 geht nicht, 26 geht nicht, 27 würde wieder gehen. 27 mal 8. 8 mal 20 ist 160. 8 mal 7 ist 56. Da ist auch keine 9 dabei. Abgesehen davon... Hä, warte. Abgesehen davon sind wir doch schon aus dem Zeichenbereich doch raus. 29 mal 8, das ist schon viel zu hoch. Das geht schon über 200. Dann ist es nicht mal 8. So. Aber wo kommt die 8 dann hin? Ja, aber wenn es nicht, genau, wenn es nicht durch 8 ist, dann könnte das Ergebnis 28 sein. Und wir teilen vielleicht durch 7. Was ist 7 mal 28? Dann kommt auch keine 9 vor. Warte. 7, warte. 7 mal 20 ist 140. 7 mal 8 ist 56. Macht 196. Nein, die ist... Die scheiß 6 ist raus. Ich schreibe jetzt mal 198. So. 198 geteilt durch. Jetzt habe ich zur Verfügung 7, 8 oder 9. Und es muss irgendwas mit 20 rauskommen. Yo, was zur Hölle? Nee, da darf ja keine 9 hin. Durch 8 geht's aber auch nicht. Durch 7 geht's. 198 durch 7 ist nämlich... Wasuf? Hab's gleich. Ist wirklich gleich. Aber das ist nicht... Nein. Warte, was? Ich hatte gerade im Kopf... Wieso komme ich denn auf 100... Was? Was tue ich? Die nächste Zahl an der 198, die durch 7 teilbar ist, ist die 210. Von da aus sind es 12 rückwärts. Das ist nicht teilbar durch sie. Alter, ich komm nicht. Mein Kopf ist... Ich krieg's nicht hin. Ey, wenn man diese halbe Müdigkeit hat, es geht einfach nicht. Da merkt man wieder... Wenn ich jetzt ausgeschlafen wäre, ich glaube, ich würde es hier einfach... Ich krieg's gerade nicht hin. Dann merkt man wieder, wie wichtig Schlaf ist. Ich sag's den Schülern immer wieder. Wenn die nämlich die Nacht durchmachen und dann in die Schule gehen, dann ist Konzentration... Geht nix. Geht nix. Und dann habe ich Schüler, die pennen fast ein. Dann habe ich mit den Eltern geredet. Ja, ich kann meiner Tochter nicht den Schlafrhythmus angeben. Okay. Dann soll es halt in der Schule schlafen. Ich sehe es nicht.
Es muss doch jetzt, es ist doch nicht mehr viel. Es ist doch nicht mehr viel. Ich muss doch nur die 9 und die 8 irgendwie da unterbekommen. Jetzt gehen wir halt, okay. Jetzt gehen wir nochmal davon aus. Jetzt gehen wir nochmal davon aus. Wir gehen jetzt nochmal davon aus, dass das Ergebnis 29 ist. So. Dann kann ich aber nicht durch 8 teilen, weil 8 mal 29, das ist über 100. Also muss im Ergebnis eine 8 sein. Die 8 darf aber nicht an der einer Stelle sein. Also muss im Ergebnis die 8 an der 10er Stelle sein. So. Wenn ich aber 29 habe. Warte. 29 mal 7. 7 mal 20 ist 140. 7 mal 9 ist 63. Da bin ich auch schon über. Da bin ich auch schon über 200. Das geht nicht. 29 kann nicht das Ergebnis sein. Die 9. Okay. Die 9 muss. Ja, die 9 ist die Einerstelle. Die 9 ist die Einerstelle vom Divisor. Vom Dividend. Entschuldigung. Die 9 ist die Einerstelle vom Dividend. Die ist jetzt fest. Weil 29 kann nicht passen hinten. Und anders ist 9 schon ausgeschlossen. Die 9 ist die Einerstelle. So. Jetzt ist aber, wenn die 9 die Einerstelle ist. Muss ich ja eine Zahl finden, durch die ich eine 9 teilen kann, es ist bescheuert. 2 mal 9 ist noch nicht verboten, ne? Ne, doch, die 9, ich darf nicht durch die 9 teilen. Gibt es irgendwas mal 7 mal 7? 7 mal 7 ist 9. Also 9 und, also ist was mit einer 9 hinten, wollte ich sagen. Okay, was ist 27 mal 7? 7 mal 20. Ich muss jetzt noch eine 8 mit reinbekommen, na, das ist klar. Ja, 140. Oh mein Gott, 189 durch 7. Oh fuck, das hat viel zu lange gedauert. Oh, das hat viel zu lange gedauert. Oh, das hat viel zu lange gedauert. Oh, das hat viel zu lang gedauert. Oh, leck mich doch am Zückerli. Oh, nee, ey. So, wir starten mit den Niederlanden. Oder mit gar nichts, weil es nicht eintippen will. So. Netherlands. Oh, ist sogar gleich bunt. Okay, dann gehen wir mal nach Swiss. Okay, wie schreibt man die Schweiz? Wie schreibe ich die Schweiz international? Bin ich dumm? Nicht Swiss? Komm, machen wir erstmal Austria. Scheiß drauf. Okay, ist dunkel. Dann machen wir Hungary. Das ist wieder heller. Ja, okay, aber Germany kann es nicht sein, weil bei Germany wäre Netherlands auch schon dunkel. Dann wäre Italy noch möglich. Das grenzt an. Okay. Gut. Wie heißt jetzt? Ich muss mal kurz nachgucken, wie Schweiz auf Schweiz heißt. Ich dachte, Swiss schreibt man das. Ach, Switzerland. Ich bin, ja, Swiss ist französisch, ne? Ups. Switzerland, natürlich. Natürlich, Switzerland. Logisch. 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 Also. Da war wieder die Übermüdung. Es ist. Das Nördel war eigentlich nicht schwer. Aber ich glaube, ihr merkt das, ne? Wenn ich anfange, so ein bisschen blödes Zeug zu reden, dann bin ich so in so einem Halbschlaf gelandet. Manchmal fange ich nämlich an, dann dummes Zeug zu quatschen. Dann bin ich in so einem Halbschlaf. Dann bilde ich mir irgendwas ein, was ich gerade sage. Und das passt überhaupt nicht zum Ding. Das ist so dieser wirkliche Halbschlaf.
Ja, in der Lage dürfte man auf gar keinen Fall Auto fahren. Wäre komplett vorbei. Nur mal so am Rande. Das ist ganz gefährlich. Okay. Aber jetzt bin ich wach, weil jetzt habe ich es durch. Und jetzt muss ich nicht mehr grübeln. Und dann ist mein Kopf wieder ein bisschen freier. Es ist schlimm. Danke fürs Zuschauen und tschüss.